Ich darf mich zunächst mal vorstellen, mein Name ist Joachim Koch. In meinem bürgerlichen Leben bin ich von Beruf Facharzt für Chirurgie und arbeite und lebe in Berlin, sehr gern übrigens dort. Einige kennen mich vielleicht durch die Kornkreisforschung, in die ich seit über 20 Jahren nun involviert bin und über die ich unter anderem auch zwei Bücher geschrieben habe. Ein drittes ist in der Planung. Was erwartet Sie nun von meinem Vortrag oder was erwartet Sie in meinem Vortrag? Wir müssen uns doch ein bisschen in die Historie begeben, denn Harp ist eingebettet in unser Leben auf den verschiedensten Ebenen und etwas darüber zu referieren, ist sicherlich für das Thema nützlich. Wir müssen, um Harp besser zu verstehen, etwas über den Aufbau und die Funktion unserer Atmosphäre erfahren und werden dann danach die Anlage selbst kennenlernen, wo sie ist, was sie ist und was sie leisten kann. Mich interessierte natürlich auch als Mediziner etwas, wie kann Harp den Menschen beeinflussen und bin da auf ziemlich dunkle Seiten in der Industrie, in einem militärisch-industriellen Komplex gestoßen. Das werde ich Ihnen auch versuchen zu präsentieren. Ja, und zum Schluss, und das ist die Beschäftigung der letzten Wochen für mich gewesen, möchte ich Ihnen berichten, was ich auf der Ebene des Europäischen Parlaments, der EU, herausgefunden habe und was ich dort erreicht habe. Das ist nicht uninteressant, was ich dort bewirkt habe. Ich habe dem Vortrag den Untertitel gegeben, die Büchse der Pandora. Pandora selber ist ein Kunstprodukt, und zwar durch den Gott des Feuers Hephaistos, den griechischen Gott des Feuers Hephaistos nach der Mythologie, erschaffene Frau auf Anweisung des Göttervaters Zeus. Und zwar sollte das eine Strafe sein für die Menschheit, die ja durch Prometheus das gestohlene Feuer bekommen hatte. Und diese Büchse war eine Beigabe von Zeus an Pandora. Er war ein Schlitzohr, was die Neigung der Menschen und seine Kenntnis darüber angeht. Der wusste natürlich genau, wenn man jetzt der Pandora diese Büchse gibt und sie zu den Menschen schickt, dann werden die natürlich wissen wollen, was in der Büchse drin ist. Also hat er gesagt, diese Büchse darf auf keinen Fall geöffnet werden, ihr Menschen. Was haben sie gemacht? Natürlich die Büchse geöffnet. Und was passierte? Aus der Büchse entwichen sofort alle Laster und Untugenden. Und von diesem Zeitpunkt an, wo die Büchse der Pandora geöffnet wurde, eroberte das Schlechte die Welt. Zuvor hatte die Menschheit, nach der Mythologie der Griechischen, eigentlich keine üble Mühen oder Krankheiten gekannt. Und danach herrschte nur noch Öde, Einöde und Trostlosigkeit auf der Erde. Heute bezeichnen wir das Öffnen der Büchse als den Inbegriff des Stiftens von nicht wieder gut zu machendem Unheil. Die Historie zeigt uns, dass Harp und wie es dazu gekommen ist, eingebettet ist in den Stand des physikalischen Wissens und Erahnens um die Jahrhundertwende, dieses Wissen hat ja eine lange Tradition und ist natürlich in der Wissenschaft eine Ecke gewesen, eine Episode einer langen Reihe von Entdeckungen und Geschichten. So heißt es in der populären Darstellung der Wissenschaftsgeschichte vielfach, der Begriff des Atoms wie auch der Begriff der Wissenschaft an sich und Wissenschaft an sich gehen auf die alten Griechen zurück, welche die wahre Natur der Materie schon früh erkannt hätten. Wir wissen natürlich, dass auch die Griechen nur altes Wissen übernommen und sicherlich bereichert haben und haben mit Sicherheit Riesenbeiträge geliefert, auf die wir uns heute ja immer noch berufen. Nur, die sind halt nicht die ersten gewesen. Wir haben ja gestern gehört, dass alle wesentlichen bekannten Köpfe lange Zeit immer in Ägypten verbracht haben und dort ihr Wissen erlangt haben. Hier sehen wir zum Beispiel Demokrit,
von Abdera, der im 4. Jahrhundert vor Christus lebte, der schon den Atombegriff prägte. Seine Vorstellung, dass was existiert, sind allein Atome und leerer Raum ist alles andere, die wurde sicherlich von einigen aufgegriffen, zum Beispiel Epikur von Samos oder von Römern, wie zum Beispiel Lucretius Carus, aber sie gehörten nicht zum wissenschaftlichen Mainstream. Den bestimmten Menschen wie zum Beispiel Plato, Sokrates und Aristoteles, dessen Auffassung alles, was es im Weltall gibt, besteht aus den vier Elementen Feuer, Erde und Luft, sich dann die nächsten 1600, 1700 Jahre gehalten hat, beziehungsweise diese Vorstellung war beliebter. Und während dieser Zeit, wo eigentlich Wissenschaft sich nur langsam entwickelte und sich aristotelische Gedanken hielten und in der Wissenschaft, in der Alchemie umgesetzt wurden, haben sich ja doch Dinge ereignet, die eigentlich so, wie immer gesagt wird, zu dem dunklen Zeitalter gehörten. Zum Beispiel die Verfrankung unserer Heimatbereiche hier, die sogenannte Christianisierung mit Mord und Totschlag, die Schlächterei der Kreuzzüge, die absurden politischen Konstellationen in Europa, die Unterdrückung und Verfolgung von allem, was dem klerusgesteuerten Herrscherbereich suspekt war. So zog sich das hin, Ketzer wurden verbrannt und mit dem Aufbruch, mit dem Aufdämmern einer, sagen wir mal, neuen Zeit, Amerika war entdeckt, der Klerus, der kirchliche Einfluss trat zurück, Aufklärung machte sich breit, gab es Leute und den ersten größeren Universalwissenschaftler, Newton, Sir Isaac Newton, mit dem begann dann eigentlich die moderne Physik. Und zwar, wie wir sehen, im 17. Jahrhundert. Und er hat Forschungen von vor ihm Lebenden und von Zeitgenossen, zum Beispiel die Forschung von Galilei zur Beschleunigung, von Kepler zu den Planetenbewegungen und Descartes zu den Trägheitsproblemen, hatte zu einer dynamischen Theorie der Gravitation vereint und legte damit dann die Grundlagen zur klassischen Mechanik, indem er seine drei Grundgesetze der Bewegung formulierte. Damals und durch die Forschung von Newton begann auch der Streit bekannter Forscher, Zeitgenossen, über die Natur des Lichts. Ist es nun ein Lichtteilchen oder ist es eine Lichtwelle? Und natürlich ist es so, das kennen wir heute auch, es gibt in allen Wissenschaftsbereichen, das ist in meinem so, wie in jedem anderen, gibt es die Großkopferten, die dann Meinung bestimmen, Meinung prägen und an dem man eigentlich nicht vorbeikommt. So hat es also dann durch den enormen Einfluss von Newton natürlich gedauert, bis sich jemand traute, ihm zu widersprechen. Das ist eigentlich zu seinen Lebzeiten so in der Form nicht passiert, aber es gab dann später Leute wie Young und Fresnel, die das Teilchen, das Lichtteilchen, das Modell des Lichtteilchens eigentlich vom Thron stießen und durch die Wellennatur ersetzten. Mitte des 19. Jahrhunderts scheint die Theorie des Lichts abgeschlossen zu sein, denn der große schottische Physiker James Clerk Maxwell zeigte, dass Wellen mit der Veränderung von elektrischen und magnetischen Feldern zu tun haben. Ich möchte an dieser Stelle auch gleich mal darauf hinweisen, dass es einen Mann gibt, der nennt sich Bearden, der ja behauptet, dass Maxwell mit seinen Gleichungen eigentlich schon Dinge beschrieben hat, die dann später mit viel Mühe in der Quantenmechanik versucht wurden wiederzuentdecken. Und wahrscheinlich ist es so, ich verstehe nun von Mathematik und theoretischer Physik nicht so viel, dass ich diese, oder gar nichts, dass ich diese Gleichung verstehen könnte, aber es wird behauptet, dass zwei Leute, Heaviside und Gibbs,
die Maxwell'schen Gleichungen vereinfacht bzw. in ihre Vektortheorie umgedreht haben und wesentliche Teile von der Maxwell'schen oder Teile der Maxwell'schen Formeln weggelassen haben, sodass Dinge leichter erreichbar wären, wenn man seine Formeln schon frühzeitig umgesetzt hätte. Wir erinnern uns, da komme ich gleich noch drauf, dass Einstein ja Schwierigkeiten hatte, die Quantenmechanik oder Quantentheorie dann weiter zu verfolgen und sie eigentlich dann auch ja, eher ablehnte mit seinem Satz, Gott würfelt nicht, das kennen wir ja alle. Zeitgenossen von Maxwell und Nachfolger waren dann Heinrich Hertz zum Beispiel, der vor gerade mal 123 Jahren die elektromagnetische Strahlung in Gestalt von Radiowellen, ähnlich den Lichtwellen, aber mit einer längeren Wellenlänge, dem gelang es, diese auszusenden und auch zu empfangen. Und in diese Zeit hinein kam dann Einstein. Man hatte ja vorher Newton, Licht ist ein Teilchen. Dann kamen die Physiker um die Jahrhundertwende herum, die dann die Wellennatur des Lichts propagierten und niemand hätte sich eigentlich getraut, nun doch dagegen zu sprechen, bis dann eben Einstein kam, der dann seine drei großen Aufsätze 1905 präsentierte. Zu dieser Zeit war Tesla schon aktiv. Ein Aufsatz führte die spezielle Relativitätstheorie ein, der zweite behandelte die Wechselwirkung von Licht mit Elektronen und war die anerkannt erste wissenschaftliche Arbeit zur Quantenmechanik, wofür er dann später auch den Nobelpreis erhielt. Und im dritten Aufsatz bewies er die Realität der Atome, etwas, das ja seit der Zeit der Griechen schon gesucht wurde. Einstein sagte in seinem zweiten Aufsatz, Licht sei nicht, wie die Wissenschaftler seit 100 Jahren geglaubt hätten, eine stetige Welle, sondern trete in bestimmten Paketen den Quanten, wir sagen dazu Photonen auf heute. Damit war der Weg zum Dualismus Welle-Teilchen geebnet. Wir haben gestern einen Vortrag gesehen mit diesen Spaltexperimenten, wo Licht durch den Spalt tritt und sich die Wellen, also wo eine Welle durch einen Spalt tritt und hinter dem Spalt sich die Wellen dann verbreiten und bestimmte Muster an einen Schirm bringen. Zumal, wenn man sie durch zwei Spalten schickt, gibt es Überlagerung hinter dem Spalt der beiden Wellenberge und es bilden sich Interferenzen. Und wenn man die elektromagnetischen Wellen dann auf einem Schirm auffängt, zeigen sich bestimmte Muster. Da, wo Wellenberge und Wellentäler vorhanden sind, beziehungsweise da, wo sich die Wellen addieren und wo sie sich durch Interferenz auslöschen. Das sind so wichtige Dinge, die man im Kopf behalten sollte, wenn man über die Wellen, elektromagnetische oder andere, spricht. Das Prinzip der Verstärkung, der Auslöschung und der Interferenz. Um die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg gab es einen enormen Aufbruch von Wissenschaft. Teilweise wurden Forschungen publiziert, bevor die Theorie eigentlich dazu schon fertig war, also experimentelle Ergebnisse veröffentlicht. Aber es zeigte sich doch deutlich, dass in dieser rasanten Zeit, in der so viel entdeckt wurde, dass sich dort zwei Lager aufspalteten. Das eine waren die Lager der Erfinder, der Techniker, und das andere war das Lager der jungen Wissenschaftler. Einstein war jung, alle, die wir erwähnen, waren zu dieser Zeit ja junge Männer und in den besten Jahren und natürlich entsprechend heiß mit ihren Forschungen weiterzukommen. Und es bildete sich relativ schnell auch, sagen wir mal, so dieses wissenschaftlichere Establishment heraus. Und man fing dann doch an, sich mit sich selbst zu beschäftigen, mit seinen Theorien und ließ die Erfinder Erfinder sein, sodass Leute wie Edison und ja auch Tesla halt doch nicht so in den Tempel aufgenommen wurden. Und
ihre Sache für sich weiter betrieben. Ich habe hier mal ein anderes Bild von Nikola Tesla rausgesucht. Wir kennen ja diese Bilder, wo er immer so stolz vor seinem Apparat sitzt und andere, wie er so mit der Lampe hantiert oder wie er sich so in oder unter seine Blitze setzt. Er war Zeit seines Lebens fasziniert von diesen visuellen Dingen und auch von Geräuschen. Er liebte es, in Colorado Springs nachts draußen zu stehen und hinter ihm blitzte es an seiner Antenne und die Funken stoben und es krachte. Das hat ihm so gefallen. Aber sein Leben ist eigentlich mehr oder weniger doch hat ziemlich tragische Aspekte. Schönes Leben war es sicherlich nicht. Er ist 1856 geboren und ging dann knapp 30 Jahre später eigentlich mittellos nach Amerika und fing dann dort an mit seinen Experimenten. Und ich will jetzt keinen Vortrag über Tesla halten, das würde ein Eigenvortrag sein, wie so viele Themen hier in diesem Bereich eigene Vorträge rechtfertigten. Ich will hier nur Stichworte nennen. Er hat in jedem Falle die Menschheit durch zahlreiche praktische Erfahrungen und Erfindungen auf dem Gebiet der elektromagnetischen Energieübertragung wie des Wechselstroms, des ersten Radiosenders und die Erfindung der ersten Fernsteuerung und zum Beispiel auch des ersten Radars bereichert. Er hat viele andere Dinge getan, von denen wir aber eigentlich so nur bruchstückhafte Kenntnisse haben, denn auch in seinen Tagebüchern hat er sich häufig sehr kryptisch ausgedrückt. Der Tesla-Mythos ist eigentlich im Wesentlichen auf die Episode in Colorado Springs begründet, weil Tesla hier zurückgezogen experimentierte. Er war seit seiner Tätigkeit eigentlich immer irgendwie auf der Suche nach Geld, um seine Forschungen zu finanzieren, die eben sehr viel verschlangen. Er hat ja nicht nur so kleine Apparate gebaut, sondern Riesenspulen im Schrebergartenhausgröße und größer und brauchte entsprechende finanzielle Ressourcen und musste halt stets darum kämpfen. Deswegen zum Beispiel verkaufte er auch sämtliche Wechselstrompatente an die Westinghouse Electric Company oder konnte sich gegen seine Konkurrenten nicht durchsetzen, verlor, obwohl Patente angemeldet waren, dann die industrielle Verwertung. Wir denken an den Stromkrieg, wir denken daran, dass ihm auch Patente im Grunde genommen geklaut wurden, die erste drahtlose Radioübertragung. Und hinter seinem Lebenswerk und hinter ihm stand eigentlich auch immer das Bestreben der Menschheit, Strom zum Nulltarif zur Verfügung zu stellen und vor allen Dingen auch drahtlos zu übertragen an jeden Punkt der Erde. Ja, was passierte nun in Colorado Springs? Er wurde ja da eingeladen und bekam dann auch noch über 40.000 Dollar Mittel, um seine große Ausrüstung dorthin zu verschiffen und in der Abgeschiedenheit dieser Gegend seine Versuche weiterzuführen, besonders geeignet deswegen, weil dort noch kräftige Gewitterstürme durchzogen, die er natürlich brauchte für seine Untersuchungen. Und so probierte er dort von ihm selbst erfundene Hochleistungsoszillatoren aus, also die Strom in die Erde und in die Atmosphäre pumpen können, und ebenso die drahtlose Übertragung von Energie, den Empfang und die Übertragung von Nachrichten und die damit verbundenen Effekte von elektrischen Hochfrequenzfeldern. Diese vorbeiziehenden Gewitter wurden von ihm versucht, mit seiner Apparatur zu untersuchen. Und an einem Tag schrieb er da aufregende Dinge in sein Tagebuch. Das war der Abend des 3. Juli 1899. Da zogen Gewitter vorbei und er stellte Impulse fest. Und das Gewitter zog weiter, die Impulse schwächten sich und plötzlich
tauchten wieder Impulse auf, obwohl das Gewitter wahrscheinlich schon 300, 400 Kilometer nach seinen Berechnungen entfernt war. Und über diese Entdeckung berichtete er dann und meinte, diese Entdeckung sei die größte Entdeckung für die Menschheit, hat mit dem größten Nutzen und Benefit für die Menschen. Er hatte da die stehenden Wellen entdeckt, die er natürlich benutzen wollte, um dann Energie drahtlos von einem Sendepunkt zu einem Empfangspunkt zu übertragen und den Menschen da also den Strom zu liefern. Wir wissen heute, also er sagte, er sei sicher, dass stationäre Wellen innerhalb der Erde mit seinem Oszillator erzeugt werden kann. Er hatte ja kleine Versuche gemacht, elektrische Oszillatoren an einen Stahlträger in New York zum Beispiel angeschlossen und musste dann aufhören, weil es anfing, das Gebäude zu vibrieren, indem er immer genau an einer bestimmten Stelle wieder einen Impuls in die Struktur gesendet hat. Also er sei sicher, dass mit diesen Oszillatoren stationäre Wellen erzeugt werden können. Und nachdem die Zustände der erdeigenen Resonanzen heute erforscht sind, dass bestimmte Wellen sich unter nur geringer Schwächung ausbreiten und wir wissen, dass sich stehende Wellen im Erdionosphärensystem bilden können, allerdings nur bei niedrigen Frequenzen. Wir wissen also, dass Tesla mit dieser Entdeckung recht gehabt hat und dass es dieses Phänomen tatsächlich gibt. Er ist leider nie dazu gekommen, diese Entdeckung dann auch umzusetzen. Man hat ja seinen großen Sendeturm dann später abgebrochen und hat ihn im Grunde genommen mittellos gemacht und er ist dann auch in seinem Hotelzimmer in den 80er Lebensjahren einsam auch verstorben. Hat der Menschheit einiges hinterlassen und natürlich auch viel Grund zur Spekulation. Wir dürfen allerdings auch nicht vergessen, dass Tesla auch an Waffen gearbeitet hat. Also an Vorrichtungen, mit denen Dinge zerstört werden können. Und das ist nun eine Sache, die natürlich bei einer bestimmten Gruppe Menschen besonderes Interesse hervorgerufen hat. Wir müssen jetzt, nachdem eben das Stichwort Erdionosphärensystem gefallen ist und wir wollen jetzt Tesla mal verlassen, wollen wir dieses Stichwort Erdionosphärensystem mal aufgreifen und hier in dieser eigentlich selbsterklärenden Folie uns den Aufbau und die Funktion der Erdatmosphäre mal näher bringen. Denn das ist für Harp nicht ganz unwichtig. Schauen Sie sich diese Grafik ruhig mal in Ruhe an. Die Gliederung der Atmosphäre, wie eben gezeigt, wir haben unten die Troposphäre, das ist der Bereich, in dem wir leben und in dem wir eigentlich auch nach Mallorca fliegen, also bis 10 Kilometer Höhe. Hier spielen sich alle wetterrelevanten Phänomene ab. Die Grenze der Troposphäre ist die sogenannte Tropopause und danach schließt sich dann die Stratosphäre an. Die reicht bis ungefähr 30, also ihr Maximum liegt so bei 30 Kilometern Höhe. Wir haben hier einen charakteristischen Anstieg der für uns so lebenswichtigen Ozonkonzentration. Und in dieser Sphäre steigt auch die Temperatur, die vorher in der Troposphäre sich kontinuierlich verringerte, steigt in der Stratosphäre dann die Temperatur tatsächlich wieder an und liegt so in 50 Kilometern Höhe ungefähr bei nur 0 Grad. Die Troposphäre, Stratosphäre, die beiden unteren Schichten werden so auch als Wettersphäre bezeichnet. Und es konzentrieren sich eigentlich in den unteren Schichten so ungefähr 99% der gesamten Masse unserer Atmosphäre. Darüber haben wir die Mesosphäre, die ihr Minimum in ca. 80 Kilometer erreicht. Darüber liegt die Thermosphäre und Sie sehen an der Kurve, die links, diese schwarze durchgezogene Linie, wenn Sie sich mal anschauen, die Temperaturen auf der X-Achse unten, sehen Sie, dass mit zunehmender Höhe die Temperatur,
die Kurve geht nach rechts rüber, dann doch deutlich wieder ansteigt. Und in der darüber über der Mesosphäre liegenden Thermosphäre kann die Temperatur leicht wieder auf ja, 500, mehrere hundert Grad Celsius zumindest ansteigen. Das ist natürlich alles ein dynamischer Prozess, der von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Aber wir haben jedenfalls in der Höhe, wie sie hier angezeigt ist, so von 130 Kilometern Höhe, haben wir doch einige 100 Grad plus zu verzeichnen. Die Atmosphäre kann man natürlich auch nach einer anderen Kriterien beurteilen, und zwar nach dem Grad der Ionisierung. In der Neutrosphäre, die sich vom Boden bis ungefähr 80 Kilometer Höhe erstreckt, und darüber haben wir dann die Ionosphäre, die sich so von 80 bis 700, 800, 900 Kilometern erstreckt, darüber die Protonosphäre. Die Ionosphäre ab 80 ungefähr, 50 bis 80 Kilometern Höhe, unterteilt sich selber noch in einige Schichten, die sich je nach Tageszeit verschieden stark ausprägen, abhängig von der Wechselwirkung mit der Sonneneinstrahlung. Und das ist auch wichtig für die Funktion der Radioübertragungen. Die Reflexion der Radiowellen hängt von dem Zustand der Ionosphäre ab. Also verschiedene meteorologische Schichten und verschiedene elektrisch leitende oder elektrisch relevante Schichten bilden dann das Konglomerat unserer Erdatmosphäre. Zusätzlich zu diesen atmosphärischen Dingen ist wichtig zu wissen, dass die Erde ein Erdmagnetfeld hat. Diese Grafik hier zeigt das eigentlich sehr schön, und an dieser Stelle möchte ich dem Geoforschungszentrum in Potsdam danken, dass ich diese Grafiken hier präsentieren darf. Hier diese Grafik zeigt sehr schön den Dipolcharakter, Dipol wie ein Stabmagnet, unseres Erdmagnetfeldes mit den Erdmagnetlinien. Geografisch Nord ist oben, Nordpol, aber magnetisch Nord ist derzeit oder war zumindest bis vor einer Zeit unten im Süden. Also der magnetische Nordpol befindet sich in der Nähe des geografischen Südpols. Sieht man auch sehr schön, rot N und grün S. Jetzt eine Übersicht über den derzeitigen Zustand unseres Erdmagnetfeldes. Rot stärker, blau schwächer. Und ich kann Ihnen heute eigentlich mitteilen, dass ein Prozess begonnen hat, den wir Polumkehr nennen. Dieser Prozess hat offensichtlich begonnen. Das GFZ und alle anderen haben feststellen können, dass das Erdmagnetfeld in den letzten 20 Jahren an Stärke abgenommen hat, in einer Region Größenordnung von ungefähr 20%. Sodass es jetzt also eine Region im All gibt, in der unsere moderne Technik durch Wechselwirkung mit der Strahlung, mit der interplanetaren, mit der kosmischen Strahlung, Wechselwirkung beeinträchtigt wird. Und wenn zum Beispiel das Hubble-Teleskop in diesen Bereich kommt, dann wird es jedes Mal vorsichtshalber auf Standby geschaltet. Und die internationale Raumstation ISS ist mit speziellen Abschirmungen ausgestattet, um in dieser Gegend keinen Schaden zu nehmen. Und Satelliten fallen in dieser Gegend auch gern mal aus. Und um welche Gegend handelt es sich? Es handelt sich um die Gegend, die ihr seht, Südamerika, dort besonders dunkelblau gestaltet ist. Und dieser Bereich hier unten, der dunkelblaue bei Südamerika, der sich über den Südatlantik erstreckt bis nach Kapstadt, der nennt sich südatlantische Anomalie. Das ist eine Erscheinung, die jetzt erst
in den letzten Jahren aufgetreten ist. Zwischen Kapstadt und Buenos Aires hat unser magnetischer Schutzschild quasi relativ ein Loch bekommen. Solche Anomalien und vermehrt auftretende kleinräumige Feldstrukturen neben der großen übergeordneten Dipolstruktur gibt es schon. Und das ist genau das, was bei solchen Umkehrungen passiert. Polumkehrungen. Dann gibt es zeitweilig sogar, kann es geben, vier Pole, bis sich dann schließlich wieder in umgekehrter Richtung die einfachere Geometrie eines Dipols aufbaut. Die magnetisierten Gesteinsschichten im Ozeanboden dokumentieren, dass sich das Erdmagnetfeld im Laufe der Jahrmillionen mehrmals umgepolt hat. Und wir sind jetzt wieder da angekommen, dass dieser Prozess beginnt. Und zwar tauschen Nord- und Südpol ihre Plätze im Erdzeitalter ungefähr alle 500.000 Jahre. Und die letzte Umkehrung ist ungefähr 780.000 Jahre her. Diese Befunde dort sprechen dafür, dass ein Prozess in Gang gekommen ist, der dazu führen wird, dass der magnetische Nordpol wieder im Norden ist und der magnetische Südpol wieder im Süden für die nächsten 500, 600, 700.000 Jahre. Der Prozess, der jetzt begonnen zu haben scheint, wird in einer Größenordnung von ungefähr 1500 Jahren sich abspielen. In der nächsten Folie sehen Sie, das Grüne ist die gemessene erhöhte Strahlen, durch die Satelliten gemessene erhöhte Strahlenbelastung zwischen Südafrika und Südamerika. Hier jetzt auf der rechten Seite das Rote, das ist eben besonders hohe Strahlenbelastung. Also wer in diesen Bereichen lebt, ist erhöhter Strahlenbelastung, kosmischer Strahlenbelastung ausgesetzt. Womit wir auf der Erde zu rechnen haben, wenn das Magnetfeld vor einem Polsprung immer schwächer wird, lassen diese Vorfälle bei den sogenannten magnetischen Stürmen erahnen. Die Sonne ist ja in dem Sinne nicht unbedingt ein ruhiger Stern, sondern es kommt immer wieder zu CMEs, Coronal Mass Ejections, also Sonnenmaterieausbrüchen. Wenn nämlich der Sonnenwind gelegentlich stärker ist als normal und der Schutz durch das Magnetfeld nicht mehr ausreicht und solche CMEs, Massenausbrüche dann die Erde treffen, gelangen die elektrisch geladenen Teilchen der Sonne nicht nur an den Polkappen in die Atmosphäre entlang der Magnetfeldlinien, die Sie vorhin gesehen haben, sondern sie können dann auch in niedrigen Breiten der Atmosphäre sichtbar sein. Dann haben wir Polarlichter dann auch mal hier in Bayern. So war es zum Beispiel dann auch im Herbst 2003. Und in diesem Fall spielt dann, wie auch bei einem Schwächerwerden der Magnetfeldstärke insgesamt und des Magnetfeldes, spielt dann natürlich unsere Technik zurück. Die empfindliche Elektronik von Satelliten wird beeinträchtigt unter dem extremen Beschuss von geladenen Teilchen. Navigationssysteme, der Funkverkehr und Fernsehprogramme können zusammenbrechen. Telekommunikation und Radiowellen werden gestört. Die Stromversorgung kann zum Erliegen kommen. Und natürlich ist dann auch der Flugverkehr betroffen. Also 2003 mussten dann die Flugzeuge, die polnahen Routen fliegen, umgeleitet werden. Und wenn sich jetzt nun gerade so ein Planet im Umkehrprozess seiner Pole befindet, dann werden wahrscheinlich diese polaren Routen für eine Weile so nicht benutzbar sein, weil dann natürlich die Strahlenbelastung der Passagiere viel zu hoch ist. Hier auf dieser Grafik ist das mal dargestellt. Sie sehen links die Sonne, Sie sehen die Sonnenflecken, Sie sehen, wie der Sonnenwind in Richtung Erde strömt mit einem entsprechenden Druck. Und dadurch, dass eigentlich ja normalerweise symmetrisch seiende Erdmagnetfeld natürlich wegdrückt in eine Richtung. Das heißt, wir haben eine Schockwelle auf der Seite, die der Sonne zugewandt ist und einen langen Schweif, der sich
in das Weltall hinaus erstreckt. Dieser Sonnenwind, wie wir dazu sagen, also dieser ständige Strom eines solaren Plasmas bestehend aus den entsprechenden Ionen, erreicht in Erdnähe auf der schmaleren Seite des Erdmagnetfelds da im blau-gelben Bereich eine Geschwindigkeit von 300 bis 800 Kilometern, je nachdem wie stark die Eruptionen waren, und weist eine Dichte von ungefähr 3 bis 10 Teilchen pro Kubikzentimeter auf. Das interplanetare Magnetfeld, wir haben das planetare, wir haben das interplanetare und wir haben das intergalaktische Magnetfeld, also in diesen Wechselwirkungen sind wir drin. Das interplanetare Magnetfeld liegt natürlich in der Existenz der Sonne begründet. Und dieses interplanetare Magnetfeld interagiert mit unserem und drückt dann und staucht dann die Magnetosphäre, das ist also der Bereich, in dem unser planetares Magnetfeld wirkt, staucht die dann auf der Sonnenseite, wie man hier sieht, zusammen, ungefähr auf 10 Erdradien, 60.000 Kilometer ungefähr, und zieht sie auf der Nachtseite, der sonnenabgewandten Seite rechts, hinaus in eine Entfernung von über 100 Erdradien, und das sind ungefähr 600.000 Kilometer. Also so sieht unser Erdmagnetfeld im All aus, unter der Einwirkung der Sonne. Hier ist mal so eine Grafik, die das mal zeigt. Von links sehen wir das interplanetare Magnetfeld herankommen und auf unser planetares Magnetfeld die Magnetosphäre treffen. Und ihr seht, wie, wenn es schwächer wird, diese gelben Bereiche hineinströmen in den Bereich unserer Erdnähe. Hier habe ich mitgebracht ein Bild vom 11.10., 6 Tage her. Da sieht man die Oberfläche der Sonne. Wir haben ja jetzt zurzeit wunderbar Satelliten in Sonnennähe, die sich jetzt wirklich nur mit der Sonnenbeobachtung beschäftigen, aber auch die Astronomen haben natürlich mit ihren Fernrohren und ihren Filtern die Möglichkeit, solch wunderbare Bilder zu erzielen. Was sieht man hier? Man sieht einen Ausschnitt der Sonne und man sieht diese Schlangenlinie da. Das ist ein sogenanntes magnetisches Filament, etwas, das so über die Oberfläche hintreibt und dann wieder verschwindet. Und die kollabieren, was sie halt oft tun. Und dieser kleine helle Fleck dort unten, das ist der aktuelle Sonnenfleck Nummer 1112. Und wenn dieses Filament jetzt kollabiert und in der Nähe des Sonnenflecks das tut, kommt es zu einer gewaltigen Explosion, einem sogenannten Flare. Das ist so ähnlich wie das, was da hinten am Sonnenrand zu sehen ist. Und dort bläst dann diese Explosion den Teilchenwind hinaus ins All, und ist das dann mal auf der erdzugewandten Seite der Fall, bekommen wir je nach der Geschwindigkeit des Plasmas und der ausgestoßenen Masse eine Interaktion, wie wir eben gesehen haben, mit unserem Erdmagnetfeld. Meistens ist das so 1 bis 2 Tage später. Und dann bildet sich das. Das ist jetzt ein Foto aus Schweden, aus Schwedisch-Lappland vom nächsten Tag, vom 12. Oktober. Da seht ihr das sogenannte Nordlicht, die Corona Borealis, also ganz aktuelle Fotos. Und in diesen Bereich hinein fummeln sie da mit ihrem Harpsender herum und verstehen lange nicht, was sie da tun und wissen auch nicht, was sie damit eigentlich bewirken. Natürlich gibt es Berechnungen, theoretische, und man kann sich mit allen möglichen Maßeinheiten Formeln erarbeiten und Apparate danach einstellen. Nur, dieses hier ist ein lebendiges System. Das ist kein Labor, wo man bestimmte Mess- und Bedingungen hat, um einen Test durchzuführen. Das ist ein lebendiges, sich in Minuten änderndes Gebilde. Und wenn man dort mit einer hohen Energieleistung Dinge produziert, ist vorstellbar, dass sich oben etwas verändert, aber es ist eben
aufgrund der Größendimension lange nicht möglich zu verstehen im Moment, was dann in der Folge passiert. Das nächste Bild zeigt Ihnen die beiden Van Allen-Gürtel. Das ist also ein Bereich in einer bestimmten Entfernung von der Erde, in dem Partikel quasi eingefangen sind und hin und her wandern. Die innere Komponente erstreckt sich in den niedrigen geografischen Breiten im Bereich von 700 bis 6000 Kilometer, also quasi, wenn wir wissen, dass die Ionosphäre sich so bis 700 bis 1000 erstreckt, dann fangen da die Strahlungsgürtel, danach der Van Allen-Gürtel, der kleinere, der innere, fängt dort an. Und der besteht hauptsächlich aus hochenergetischen Protonen, also Wasserstoffionen oder Wasserstoffkernen. Der zweite befindet sich in etwa 15.000 bis 25.000 Kilometern Höhe und ist überwiegend durch Elektronen geladen. Diese Entdeckung ist seit 1958 bekannt und die sichere Zone für Satelliten, damit sie nicht durch diese hochenergetischen Teilchen, durch Strahlung aus diesen Gürteln beschädigt werden, ist eben innerhalb des inneren Gürtels bzw. außerhalb. Die geostationären Satelliten sind ja alle so bei 35.000 Kilometer, 36.000 Kilometer oberhalb der Erdoberfläche angesiedelt. Ja, und nachdem dieser Van Allen-Gürtel bekannt war, was haben sie dann gemacht? Sofort, sie zündeten Atombomben. Im Projekt Argus erzündeten sie Atombomben, drei Stück in diesen Gürteln, um herauszufinden, wie sich die elektromagnetischen Impulse, die man ja nun kannte, von den Atombombenexplosionen dort auswirken und ob man die auch künstlich produzieren kann. Und hier ist dann auch eigentlich der Beginn dieses Harp-Denkens auch anzusiedeln. Das heißt, nachdem die Atombomben entwickelt waren und man auch wusste nun, dass sie diese EMPs, diese elektromagnetischen Pulse, die ja sämtliche elektromagnetisch abhängigen Bauteile und Einrichtungen beeinträchtigen können und stören können. Seitdem man diese EMPs kannte, war man natürlich erpicht darauf, in diese Richtung weiter zu forschen. Und da man nichts anderes hatte und auch nichts anders dachte, hat man dann also ohne die Menschheit zu fragen, in den so sensiblen Strahlungsgürteln drei Atombomben gezündet. Später, sicherlich durch mangelnde Akzeptanz dieser Versuche, wurden dann chemische Elemente in diese Strahlungsgürtel eingebracht, Kupfer und Barium zum Beispiel. Ich habe damals selber, als ich noch mit der astronomischen Zeitschrift Space beschäftigt war, zu dieser Zeit dann Bilder veröffentlicht, wusste, muss ich stehen, gar nicht genau, was der Hintergrund dieser Dinge war. Und man war dann fasziniert über dieses Leuchten da am Himmel, dass das aber eigentlich im Grunde genommen militärische Forschung war, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und wie viele andere wussten das auch nicht. Man hat dann kam wohl doch zu der Überzeugung, wir können ja nur nicht ständig Atombomben da oben zünden, um EMPs auszulösen und das zu testen. Wir brauchen etwas anderes, wir brauchen Dinge, die ohne Atombombenexplosion ähnliche Effekte hervorrufen können. Ja, und so kam es dann letztendlich, unter anderem, also vor diesem Hintergrund kam es dann dazu, dass HARP ins Leben gerufen wurde. Hier zeige ich Ihnen, das ist ein Google-Bildchen, wo HARP situiert ist, und zwar in Alaska, in Garkona. Diese Anlage befindet sich ca. 290 Kilometer ost-nordost von Anchorage in Alaska und 13 Kilometer nördlich von Garkona, auf einer geografischen Breite von ungefähr 62 Grad und 145 Grad westlicher Länge. Sehr weit am östlichen, am rechten Bildrand und ein Stückchen weiter nach Norden befindet sich der derzeitige magnetische Südpol. Es ist also ein Bereich, der besonders gut geeignet ist, um möglichst viele Magnetfeldlinien
dagegen zu haben, mit denen man dann entsprechend experimentieren kann. Jetzt ein Blick, so wie wir ihn schon oft gesehen haben. Ich meine, das Thema HARP ist ja nun nicht neu und sicherlich auch vielen bekannt. Aber es ist schon nötig, dass wir uns mit dieser Anlage noch ein bisschen intensiver beschäftigen. Ein Blick auf das HARP-Antennenfeld. HARP heißt ja High Frequency Active Auroral Research Project, übersetzt also ein aktives Hochfrequenzprojekt zur Untersuchung der Aurora Borealis in der Ionosphäre. Die Aktivisten bekamen ja in den 90er Jahren mit, dass sich da oben etwas tut und auch natürlich die dort Lebenden, und keiner wusste eigentlich ganz genau, in welche Richtung es geht, aber das, was man herausbekam, ließ nichts Gutes befürchten oder erwarten. Und auf diesem Feld in Alaska gab es ja eigentlich nur so ein paar Versuchsmasten. Und man wusste nicht, welche Ausmaße das in den nächsten Jahren noch annehmen wird. Auch war zwischendurch die Finanzierung des Projekts seitens des Kongresses, des amerikanischen, mal gestoppt worden. Trotzdem gingen die Bauarbeiten weiter. Also irgendjemand bezahlte offensichtlich weiter, unabhängig von den öffentlichen Geldern. Man hatte ein Interesse, dass dieses 346 mal 426 Meter große Areal auf seine volle Leistung ausgebaut wird, was letztendlich im Jahre 2003, 2004 dann geschehen ist. Sie sehen jetzt hier 180 Sendemasten, die dort aufgestellt sind in Form eines Gitternetzes. Die weißen Container, die dort stehen, sind die Sender. Für jeden Mast immer in doppelter Ausführung, sodass eine Sendeleistung pro Mast von 10 Kilowatt mit der Verdopplung durch die beiden Sender in den Container, also 20 Kilowatt, zur Verfügung steht. Die Anlage wird mit Strom versorgt. Ursprünglich hatte man gedacht, man kann es mit den in der North Slope Region vorhandenen Erdgasreserven tun, aber jetzt hat man Dieselaggregate, 6 Stück dort, 5, die immer arbeiten, wenn HARP in Funktion ist, und einen als Reserve eingebaut, und den Rest bezieht man der Energie dann, die notwendig ist, aus dem örtlichen Stromnetz. Gesendet wird mit 2,8 bis 10 Megahertz. 180 Sendemasten. Und hier seht ihr einen Blick von der nordwestlichen Ecke. Man steht jetzt also auf dem Boden und schaut von unten in den Antennenwald hinein, und das ist am Anfang alles sehr verwirrend. Dieser Sendemast ist 24 Meter hoch und besteht aus pro Mast aus 2 Dipol-Antennen gekreuzt, die, wie ihr seht, mit verschiedenen Drähten aufgehängt und verbunden sind. Unten am Mast hat man, weil es ja Permafrostboden ist, hat man Kühleinrichtungen, um den Mast unten zu kühlen, damit er nicht schmilzt und umfällt, instabil wird. Und es befindet sich zur Abschirmung in einer bestimmten Höhe ein durchgängiges Netz, damit die Strahlung vom Boden nicht in den Antennenbereich vordringen kann. Also eine höchst komplizierte, riesengroße Anlage aus verschiedenen Segmenten, die entsprechend auch modular betrieben werden können. Und es ist wichtig zu verstehen, wie diese Anlage funktioniert. Auf der linken Seite seht ihr einen Mast und schematisch dargestellt, wie diese Antenne aussieht. Was jetzt nicht gezeigt werden kann, weil es eine zweidimensionale Darstellung ist, ist der zweite Dipol, der würde jetzt also hier vor und hinter die Projektionswand in den Raum ragen. Aufgrund der höheren Ansprüche an HARPs Antennen war es notwendig, die Dipol-Elemente stärker zu machen, indem man so eine Art Drahtkäfig hinzufügt. Dadurch konnte dann die Eingangsleistung signifikant erhöht werden, und die Antennen bestehen aus 2 Dipol
Bereichen, hatte ich ja gesagt, einen für die niedere Frequenz, die bei 2,8 bis 7,6 MHz arbeiten und die andere Antennen-Dipolanlage, die deckt dann die höheren Frequenzen bis 10 MHz ab. Da sind dann Schalter dazwischen, die das alles ansteuern. Und unten rechts, im rechten Bild, also diese Schalter, die sind dort auf dem rechten unteren Bild unterhalb der Antenne angeordnet. Und diese Verstärkerboxen, die die Eingangsleistung zur Antenne aus den Sendecontainern erhöhen, die sind dort unten rechts auch aufgezeichnet in der Skizze. Das sind hier so die Originalskizzen. Links nochmal die Antenne mit dem Dipolelement und den beiden für die verschiedenen Frequenzen zuständigen Antennenbereiche. Oben rechts ist der Antennenbereich für die niederen Frequenzen zu sehen. Unten links der Antennenbereich für die höheren Frequenzen. Und diese Dinge sind dann alle, damit sie stabil sind, aneinander aufgehängt. Also das, was wir jetzt hier in diesem Foto sehen, diese weißen Heldstangen, das sind also die Aluminiumstangen für den oberen Frequenzbereich und darunter, was an diesen feinen Drähten so schräg herabführt und seitlich aufgehängt ist, das ist der Antennenanteil für die höheren Frequenzen. So ist das aufgebaut. Und hier kann man nun sehen, wie HARP eigentlich funktioniert. Links unten schematisch das Antennenfeld, da die Sendeanlage mit dem Kraftwerk und hier der Strahl, der von der Anlage in die Ionosphäre geschickt werden kann, in die verschiedenen Höhen, je nachdem, was man an Frequenzen und an Leistung einstellt. Es gibt, und das ist das Besondere an der HARP-Anlage, es gibt auf der Erde 6 von diesen Ionosphärenheizern, Heizer deshalb, weil man ja dort oben eine durch die eingestrahlte Energie eine extreme Hitze erzeugt in der Ionosphäre, die ja ohnehin schon, wie ihr vorhin auf dem Bild gesehen habt, einige hundert Grad heiß ist. Wird das also noch verstärkt, es wird mehr Hitze erzeugt dort oben, das ist also der Begriff des Heizers. Und die anderen Heizer, die auf der Erde verteilt sind, 2 in Amerika, 2 in Russland, oder einer in Russland und der andere zum Beispiel ist in Tromsø, da ist das Max-Planck-Institut mit beteiligt, unser Deutsch. Also sie fummeln alle damit herum, wobei man aber nun auch dazu sagen muss, dass die anderen Anlagen alle kleine Anlagen sind, die nicht diese Leistung haben, die HARP hat. HARP kann 3,6 Millionen Watt in die Atmosphäre strahlen. 3,6 Millionen, wenn es auf volle Leistung geht. Und das Besondere an HARP ist, durch die modulare Steuerbarkeit der Antennenelemente ist es möglich, den Strahl zu fokussieren. Die anderen kleineren Anlagen, die sind divergent und schwächer natürlich dann oben. HARP fokussiert und erreicht dort eine punktuelle Wirkung. Also man kann diesen modularen Aufbau benutzen, um zu fokussieren. Und auch um eine gewisse Schwenkung hervorzurufen, indem ich die Sendeleistung verstärke auf der einen Seite, hier nicht so stark mache, sodass also tatsächlich ein 30-Grad-Winkel mit dieser planen Ebene am Himmel abgedeckt werden kann. Das ist natürlich nicht ganz unwichtig, wenn man bestimmte Bereiche der Erdoberfläche erreichen will. Und das ist ja eine der Absichten. Man möchte ja, wie bei einem Überhorizontradar, nicht nur das erreichen, was ich gerade sehe in einem bestimmten Umkreis, sondern man möchte ja eine globale Wirkung erzielen. Hier also die Möglichkeiten einer solchen Anlage. Wir haben die Möglichkeit, mit außerhalb liegenden Satelliten zu kommunizieren. Wir können Weltraum-Tiefenradar betreiben, beziehungsweise Bereiche erreichen, die weiter draußen sind. Und wir können natürlich durch Reflexion im Ionosphärenbereich über den Horizont, zum Beispiel Europa, erreichen und bestrahlen. Es ist
natürlich Wissen und unterhaltende Dienste sind nötig, die also das Management und die Verwaltung des Programms betreffen und die Ergebnisse evaluieren. Und das ist alles unterstützt und wird unterstützt durch Laboratorien, Bug der Air Force, der Navy und der Naval Research. Das sind eigentlich militärische Einrichtungen. Und dann haben wir auch hier noch das DARPA, DARPA, kennen wir doch auch. Gut, naja schön, also wo sie ihr Geld herkriegen, aber sie versichern ja, dass es hauptsächlich den Studien der oberen Atmosphäre und der solarterrestrischen Physik betrifft. Na schön, dann wollen wir das mal so glauben. Dann liest man weiter und findet aber überall keinen Hinweis auf irgendwelche militärischen Aktivitäten. Das Einzige, was auf der Internetseite erzählt wird, ist, dass es sich auch um Kommunikationszwecke handeln könnte. Sie haben da so eine schöne FAQ, Frequently Asked Questions Seite, und man kann dort auch mal eine kritische Frage nachlesen, aber nein, es ist also alles nicht schädlich und es hat überhaupt keine Auswirkungen und die bestimmten Wellen, die dort erzeugt werden, sind nicht schädlich für den Menschen und man hat auch gar nichts Böses vor. Na gut. Dann liest man, wie es denn eigentlich zu diesem HAARP-Projekt kam. Ihr erinnert euch, Tesla, in Mitte der 40er Jahre gestorben, hatte auch mit Strahlen, Waffen experimentiert, wie er ja immer ankündigte. Er hatte das Radar sogar dem Militär vorgestellt, aber man hatte damals noch kein Interesse. Und dann haben die Franzosen, die Engländer dann angefangen, Radar zu bauen auf die Deutschen. Und waren eigentlich alles Teslas Grundlagenforschungen. Und so war es dann, nachdem der Fokus der Militärs von den Atombomben weg in Richtung, wie können wir denn andere elektromagnetische Impulse erzeugen oder auf andere Art und Weise, die nicht so schädlich sind, kam dann zum Beispiel Bernhard Istlund an und stellte Dinge vor, die er sich hatte patentieren lassen. So seht ihr hier die Nummern der US-Patente, die Bernhard Istlund angemeldet hat. Zum Beispiel Verfahren und Vorrichtungen zur Veränderung von Bereichen der Atmosphäre, Ionosphäre oder Magnetosphäre. Verfahren und Vorrichtungen zum künstlichen Aufheizen eines Plasmagebiets durch Elektronen- und Zyklotonenresonanz. Das ist Zyklotonen, wenn sich also geladene Teilchen entlang der Magnetfeldlinie zirkulär bewegen. Und Verfahren zur Erzeugung einer Hülle mit relativistischen Teilchen in gewisser Höhe. Interessant für die Militärs, es wurde geprüft. Und letztendlich erteilte man ihm den Auftrag, eine Anlage zu bauen, entsprechend seiner eingereichten Patente, mit Zeichnungen, wie ihr sie vorhin gesehen habt, die Antennen mit den beiden Dipolelementen, wie das alles funktioniert. Und er sollte halt jetzt damit beginnen. Wir beobachten das, geben Gelder. Da müssen wir natürlich dann noch eine Firma haben, die das entsprechende betreut. Und das wurde dann auch umgesetzt. In welche Firma sage ich gleich noch. Was interessant ist, neben diesen, sagen wir mal, relativ unmilitärisch anhörenden Dingen, gibt es dann aber noch weitere Patente. Es sind insgesamt 12, die am Anfang von HAARP standen und die sind von anderen eingereicht worden. Zum Beispiel sehen wir, dass es jetzt von Kurt und Char ein Hochleistungsstrahlsystem geben soll. Dann haben wir wieder dieses Falt-Dipol-Antennenelement mit gekreuztem Gitter. Wir haben fokussierende Reflektoren mit geringer Masse im Weltraum. Künstliche Ionosphärenspiegel mit einer schwenkbaren Plasmaschicht, Erzeugung künstlicher ionisierter Wolken über der Erde, ein Abwehrsystem zur Unterscheidung von Objekten im Raum, strahlungslose Explosionen von nuklearer Stärke. Interessant. Die ganze Sache wurde einer Firma übergeben, die mehr oder weniger für Istlund im Grunde genommen gegründet war, und zwar
ging das Ganze an APTI, das ist ARCO Power Technologies Incorporated. Das heißt, es ist die Firma ARCO, die die Erdgasfelder in der North Slope Region besaß, denn es war Islunds Idee, er wusste ja, dass man für die Anlage viel Energie braucht. Wie kriegen wir die? Na, dann benutzen wir doch die in der Nähe liegenden Erdgasfelder, die sehr weit entfernt liegen und man großen Aufwand hätte betreiben müssen, um ihn kommerziell irgendwo hinzuschicken. Dann lass uns doch diese Energie in unsere Anlage leiten. Und das war eigentlich sehr sympathisch den Leuten, die im Verteidigungsministerium den Zuschlag gegeben hatten. Letztendlich ist man aber davon doch wieder abgekommen. APTI, also ARCO Power Technologies, ist 1993 gegründet, wurde dann 1994 vom Rüstungskonzern E-Systems aufgekauft und damit sämtliche Patente, die Eastland und die anderen eingereicht hatten. Die wurden dann übernommen. APTI hört sich ja noch relativ zivil an, also eine Tochter von einer Erdölgesellschaft, interessant auch Erdölgesellschaft. Aber jetzt kommen doch hier schon andere Sachen, ein Rüstungskonzern kauft APTI auf. Und in seinen drei Patenten von Eastland bezieht er sich explizit auf alte Patente, die er für seine verwendet hatte. Und das sind eben Teslas Experimente. Teslas, ein Teil von Teslas Patenten, die er eingereicht hat. Tesla hatte ja über 120 Patente gehalten oder hält bis zum heutigen Tage. Und einige davon, die sich mit seiner Ionosphärenforschung fußend auf den Ergebnissen von Colorado Springs ergeben haben, die sind in Eastlands Patente eingeflossen. Im Grunde genommen wurde Teslas Forschung mit Strahlen und Energiehochschickung in die Ionosphäre, die er ja für friedliche Zwecke benutzen wollte, jetzt wieder aufgegriffen und umgesetzt in das HARP-Projekt. Also HARP ist eigentlich die moderne Umsetzung alter Tesla-Gedanken und Ideen. Ja, und ein Jahr später, 1993, 1994, 1995, sehen wir, dass nun ein anderer Rüstungskonzern die HARP, den HARP-Vertrag aufgekauft hat. Von APTI zum Rüstungskonzern E-Systems und ein neuer Rüstungskonzern Raytheon kauft nun den HARP-Vertrag von E-Systems. Militärisch, noch militärischer. Und als ich mich dann dafür interessierte, was Raytheon eigentlich ist, da bin ich sehr nachdenklich geworden. Raytheon ist der größte amerikanische Rüstungshersteller, den es gibt, wahrscheinlich der größte auf dieser Welt. Raytheon baut all die Dinge, die wir in den letzten Jahren im Einsatz gesehen haben und noch vieles, vieles mehr. Raytheon stellt die Vernichtungswaffen der dritten Generation her, die Non-Lethal Weapons, die nicht tödlichen Waffen, Waffen, die sich mit über Elektromagnetismus, über elektromagnetische Felder, über Wechselwirkung verheerend auswirken, ohne dass dabei jemand umkommt. Non-explosive, wobei sie natürlich auch die Spielzeuge für die großen Jungs weiterbauen. Man kann auf dieser Webseite Dinge sehen, die einfach gruselig sind. Raytheon baut für jeden Bereich des menschlichen Lebens Dinge, die verwendbar sind. Das geht von Stimmungserkennungen im Rahmen der Homeland Security, die ja jetzt in Amerika seit vielen Jahren eingerichtet ist, bis hin zu eben militärischen Dingen, alles. Und das ist ja auch ihr Werbeslogan, wir bauen Dinge, die unsere Kunden haben möchten. Zum Beispiel baut Raytheon sowas. Was ist das? Das ist ein Radarturm. Riesenteil, Radar der neuen Generation. Sie sehen diese riesengroßen, runden Dinger da, das sind die Radarinstrumente. Und man erkennt auch, wie bei HARP, einen modularen Aufbau. Ich habe Ihnen
den Werbefilm, mit dem Raytheon auf der Internetseite vertreten ist, mal mitgebracht, damit ihr mal seht, wie so Dinge verkauft werden. Who'll give them warning if a storm is coming? Who'll help them know if it's all clear? Who'll watch the sky so they can sleep safely? Who'll connect innovations with applications to enable space technology that benefits us all on Earth? The answer is Raytheon. From the ground to deep space, from leading performance to proven support, from country to country, customer to customer. Raytheon doesn't just connect space technologies and expertise, Raytheon connects space to people, and the benefits are real, vital, and all around us. Improving lives, forwarding innovation, answering questions. Who'll make certain her call for help is answered? Who'll help them find their way home? Who'll help them discover energy in hidden places? When you think about all the aspects of the space value chain, Raytheon enables each one, integrates them together to connect actionable intelligence with the people who need it on demand. And with that intelligence comes limitless benefits and total assurance. Who'll help news reach the billions who need it? Who'll deliver the data they rely on? Who'll help them reunite with the most important people of all? Raytheon's diverse talent, innovative thinking, and above all, proven commitment are making the difference for solutions that span Earth, space, cyberspace, and beyond. For the warfighter, forecaster, explorer, researcher, to each and every partner, civil, commercial, government, across countless countries worldwide, the benefits come from space. The innovation comes from Raytheon. Raytheon. Customer success is our mission. Customer success is our mission. Es gab nun eine Veröffentlichung in der Aviation Week über ein System, das Silent Guardian Protection System genannt wird. Wie gesagt, wir reden über HAARP und wir reden über Strahlung, über den Einsatz von elektromagnetischer Strahlung. Also Silent Guardian Protection System, damit ist gemeint das obere linke Ding, wo der Mann daneben steht, dieser Kasten mit dem Reflektor da oben drauf oder dem Sender. Das ist also ein Protection, ein Schutzsystem, wo gebündelte Millimeter-Mikrowellenstrahlen kurzzeitig auf Zielpersonen gerichtet werden können. Und zwar bis auf eine Entfernung von 250 Metern mit diesem kleinen Teil. Und dabei wird die Strahlung absorbiert und da, wo unsere sensiblen Strukturen verlaufen, unter unserer Haut, der Hornhaut, befinden sich ja dann die Schichten, in denen die Durchblutung und die Nervenreizleitung stattfindet. Genau dort wird dann durch diesen Impuls, der dann abgeschossen wird, gerade ausreichend, um keine Verbrennung hervorzurufen, das ist alles sehr gut ausgeklügelt, werden Hitzereize ausgelöst, sodass der Mensch denkt, er verbrennt. Die Reaktion eines lebendigen Organismus auf solch einen Reiz ist erklärbar. Es wird hier gezeigt, wie einfach das gut zu bedienen ist, das Teil, ein kleiner Joystick, wunderbar. Man zeigt auch unten zwei Bereiche, die man als schützenswert betrachtet, beziehungsweise als Einsatzmöglichkeit. Also einmal, wenn jemand die bösen Ölfirmen vielleicht angreift, dann stellen wir mal so ein kleines Teil dahin. Oder aber, wenn die Bevölkerung aufmüpfig wird. Wenn wir mal kurz ein paar Spanien losschicken, dann sind sie ruhig. Es gibt aus der Konstruktion wird klar, das ist beweglich, dass diese Waffe zum Beispiel nicht nur darauf ausgelegt ist, vereinzelte Personen zu treffen, sondern man kann 360 Grad drehen. Das ist ein integriertes Zielerkennungs- und Verfolgungssystem und kann mit einer Pause von 2 Sekunden immer einen Schuss abschießen. Silent Guardian
Silent Guardian, der leise Wächter, kann laut Raytheon auf jedem Standard Militärtransporter montiert werden, kann in Kampffahrzeuge integriert werden und es gibt weitere Miniaturisierungen, wie auch den Aufbau größerer Maschinen. Und ihr kennt ja alle diese unsäglichen, wütend machenden Bildern der Toyota-Trucks, auf denen dann immer irgendeiner steht mit diesen Kanonen und dann fahren sie in Afrika, in Asien, überall fahren sie durch die Gegend und haben eine Lafette, große Maschine, wer darauf montiert. Und man kann ja eigentlich nur warten, wenn diese Dinge jetzt richtig in den Handel kommen, wann sie dann auch auf so einer Toyota-Lafette oder einem kleinen Lastwagen zu finden sind. Das ist hier die kleine Version. Das ist die große Version. High-Power-Microwave-Gerät arbeitet mit Mikrometerwellen in einer Frequenz von 95 GHz und hat die dreifache Größe und Leistung des Silent Guardian und kann auf eine Entfernung von 500 Metern das in der Haut enthaltene Wasser zum Kochen bringen. Und Tests hätten gezeigt, dass wenn zum Beispiel Risse in Mauern sind, geht das durch und auch Autoglasscheiben sind keine Grenze davon. Und worum geht es? Es geht darum. Es geht um Ihr Gehirn, es geht um unser Gehirn, es geht um unser Denken und es geht um die Kontrolle darüber. Die Waffen der neuen Generationen sind nicht mehr darauf ausgelegt, Menschen zu töten, physisch zu vernichten, sondern physisch zu beeinträchtigen und zu kontrollieren. So war zum Beispiel die Gehirnkontrolle. Wir kennen die Versuche an lebendigen Affen. Wir kennen andere Versuche aus Berichten, aus geheimen Einrichtungen, aus nicht öffentlichen Gefängnissen. Wir kennen die Versuche aus der Hitlerzeit, die die Nazis an wehrlosen Juden und anderen Insassen von KZs gemacht haben, Operationen am offenen Gehirn. Das Gehirn selber ist ja nicht schmerzempfindlich. Also die Gehirnkontrolle von gestern, das Einpflanzen von Sonden in die bestimmten Bereiche und dort durch Energie Reize hervorzurufen. Wir kennen das mit dem Überstülpen der Hauben. Das kennen wir auch von Herrn Schwarzenegger aus seinen Filmen. Aber das kennen wir noch nicht. Das ist die Gehirnkontrolle von morgen. Hier haben wir einen US-Soldaten und ein Archivbild von einer Patrouille im Irak. Und was wird die Zukunft sein, um jemanden zu beeinflussen, einen Soldaten, der bestimmte Dinge tun will, dem man seine Angst nehmen will, dem man vielleicht auch ein gewisses Aggressionspotenzial einbauen wird? Es wird bald Hirnschrittmacher geben, die in die Helme integriert sind, mit denen man dann bestimmte Dinge hervorrufen kann. Bestimmte Dinge, damit meine ich bestimmte Handlungs- und Verhaltensmuster. Man ist längst so weit gewesen, die Veröffentlichungen in medizinischen Fachblättern liegen vor, wie auch in diesen Heftchen, die durch Seitenarme der Militärs dann in den verschiedenen Abteilungen immer wieder herauskommen, dass das Gehirn beeinflusst werden kann in leichtester Weise durch aufliegende, angebrachte oder einwirkende elektromagnetische Felder, dass bestimmte Funktionen des Gehirns ausgeschaltet werden können, indem der Patient, der Soldat, der Feind plötzlich einschläft. Wir können Aggressionspotenziale hervorrufen und alle haben von euch sicherlich davon gehört, wie es passierte, dass während des Irakkriegs über die Köpfe der amerikanischen Soldaten eine ganz bestimmte Maschine, deren Typ ich jetzt nicht habe, so eine Art Transportflugzeug geflogen ist mit so einem großen Kasten drunter. Und kurze Zeit später kamen verwirrte irakische Soldaten aus den Bunkern raus und ergaben sich. Es ist, ich weiß nicht, ob das nachher noch kommt, ich glaube aber, es kommt noch. Es ist möglich, durch bestimmte Einwirkung von Mikrowellen, von Anlage von elektromagnetischen Feldern, Reize zu erzeugen, die dann kurzfristig Fenster öffnen, sodass man auch Stimmen
übertragen kann, sodass derjenige dann denkt, er spricht mit jemandem und man kann jemandem auch so Befehle übermitteln. Wieso funktioniert das eigentlich? Weil wir diese höchst sensiblen Dinge in uns tragen, Nervenzellen. Hier ist meine Nervenzelle aufgebaut. Ihr seht hier den Nervenkörper und ihr seht hinten das Axon, diesen Schwanz. Das ist quasi der Ausläufer, über den das Aktionspotenzial abläuft und dann die nächsten Zellen wieder stimuliert. Anders als bei einem Kupferdraht, wo Elektronen fließen, überträgt eine Nervenzelle den Impuls hier in diesen Bereichen durch Mikrotubuli, das sind kleine Röhren, die sind mit Elektrolytlösungen gefüllt und an den Grenzen dieser Elektrolytlösungen gibt es Durchlassmöglichkeiten durch Änderungen der elektrischen Potenziale an den Zellmembranen. Also es liegt eine Spannung an und die wird durch einen Impuls geändert. Dadurch können dann Natriumionen oder Kaliumionen in die Zelle rein oder rausströmen. Und bei einer bestimmten Anhäufung dieser Potenziale geht dann von diesem Bereich hier am Axonhügel geht dann der Impuls hier hinein in den Bereich dieser sogenannten Synapsen, synaptische Vesikel. Dort wird ein Botenstoff ausgeschüttet, der hier auf der anderen Seite der nächsten Nervenzelle Rezeptoren hat, die registrieren, es kommen hier die Botenstoffe an und schwupps ist schon wieder die Möglichkeit vom Axonhügel gegeben, ein neues Aktionspotenzial aufzubauen und so wird Reizleitung weitergeleitet. Anders also als beim Kupferkabel geht es bei der menschlichen Zelle über Chemie, über Botenstoffe. Das ist auch der Grund, weshalb man sie narkotisieren kann. Man gibt dem Patienten in die Vene eine Substanz, die diese Botenstoffe hier blockiert, damit ist die Reizleitung unterbrochen und entsprechend des Medikaments schlafen sie dann ein. Und diese Zellen hier bilden dann Netzwerke, neuronale Netzwerke. Ich betone nochmal, so eine Nervenzelle besteht aus Gewebe, die hier alle mit dem Namen benannt sind und die Funktion ist Reizleitung. Reizleitung über chemische Prozesse, Ein- und Ausstrom von Ionen in das Zellinnere, in das Zelläußere. Das macht uns aus, das macht unser Gehirn aus. So funktionieren wir. Die Vernetzung dieser Zellen lassen uns denken. Ich will jetzt auch nicht weiter eingehen, Sie werden sicherlich fragen, ja wo ist denn dann mein Gedanke? Also anatomisch gesehen ist das in unserem Körper drin. Und es ist so, dass diese Verknüpfung dieser verschiedenen Gehirnzellen in ihren Netzen, in ihren Netzwerken, bei bestimmten Dingen, die wir empfinden, das ist ja nun gemessen worden, Sie kennen die Bilder, der im Magnetresonanztomogramm aktivierten Gehirnhälften, also wenn ich das mache, dann ist hier Aktivität festzustellen, wenn ich das mache, ist hier eine Aktivität, wenn ich denke, wenn ich schlafe, das sind die Funktionen. Und ein Trick dieses Axons sind hier diese Myelinscheiden, die Schwanzenscheiden, die Schwanzenzellen, sie umhüllen das Axon und erhöhen dadurch die Reizleitungsgeschwindigkeit auf 180 Meter pro Sekunde an diesen Axonen. Wenn das nur normal, linear sich entlang pflanzen würde, das Aktionspotenzial, würde es viel länger dauern. Aber durch diesen Trick der Natur oder der Baumeister unseres Körpers ist es möglich, weil das Aktionspotenzial immer hier hinspringt, von einem Ranguierschen Schnürring, so heißt das, zum nächsten erhöht sich die Geschwindigkeit der Reizleitung. Also diesen Trick benutzen wir, um lange Nervendistanzen zu überwinden. Also der Impuls, ich muss jetzt laufen, das heißt, der Nervenreiz muss ja übers Rückenmark bis in mein Bein kommen, damit sich die Muskulatur dort entsprechend kontrahiert. Und wir kennen die Gehirnströme. Das ist natürlich das Objekt der Begierde. Die Gehirnströme und Gehirnwellen können ja mittels eines EEGs gemessen werden und sind somit nachweisbar. Und es gibt auch, wie die wissenschaftliche Forschung, die Medizin herausgefunden hat, verschiedene Wellenmuster.
die natürlich benannt sind. Oben seht ihr die Delta-Wellen, das ist der Frequenzbereich von 0,5 bis 3 Hertz. Ein Hertz ist eine Schwingung pro Sekunde. 0,5 bis 3,5 Hertz, die Delta-Welle, wenn ein Mensch im Koma liegt zum Beispiel, dann hat er diese Wellenstruktur. Wir kennen die Theta-Wellen, man sieht hier ist schon ein bisschen mehr Aktivität, das ist die Frequenz von 3,5 bis 6 Hertz, das ist unser Schlafzustand. Die Alpha-Wellen, wieder mehr Aktivität, das ist der Bereich der tiefen Entspannung, also optimal für Suggestione, optimal der Bereich, den wir erreichen wollen, wenn wir meditieren, auch Remote Viewing und alles, was mit geistiger Aktivität, die effektiv sein soll, sich abspielt, findet in diesen Bereichen statt. Ja, und dann haben wir den Beta-Wellenbereich, das ist unser normaler Wachzustand, Frequenzen von 13 bis 30 Hertz, wobei höhere Frequenzen, die also an die 30 Hertz, 30 Schwingungen pro Sekunde rankommen, schon mit erheblicher Erregbarkeit oder Erregtheit einhergehen. Also jemand, der jemanden laut beschimpft und das über längere Zeit und sehr erregt ist, wird sicherlich ein EEG haben, in dem sehr viele der Beta-Wellen zu sehen sind. Darüber gibt es dann noch ja, Gamma-Wellen, aber die spielen für normales EEG keine Rolle, die sind auch im EEG nicht so nachweisbar. Im normalen wollen wir jetzt nicht so unbedingt bewirken oder besprechen. Also, Delta-Wellen, Theta, Alpha, Beta-Wellen. Niederfrequente Wellen. Ich sagte ja, von 0,5 bis 13, 23, maximal 30 Hertz Schwingungen pro Sekunde. Der Entstehungsmechanismus so eines EEGs hat man immer gedacht früher, das ist die Summe unserer Aktionspotenziale, also der Ströme, die da immer am Axon, den Schwanz, langlaufen und zum nächsten kommen. Nee, das ist es nicht, sondern es ist die Potentialschwankung, die ein EEG messbar werden lässt oder die das EEG ausmacht. Die Potentialschwankung heißt also, dass es ist gleichzusetzen mit der Aktivität des Gehirns. Wenn viel Aktivität da ist, dann müssen besonders viele Synapsen, Botenstoffe und damit neue Reize erzeugen. Wenn wenig Aktivität da ist, dann ist das eben, gibt es ein anderes Wellenmuster. Also es ist nicht der Strom, die Gesamtheit der Ströme, die da gemessen wird, sondern die Gesamtheit der Potentialänderung. Die misst man im EEG. Dann ist wichtig für diesen Bereich zu wissen, dass die elektrische Aktivität eben die elektrische Aktivität der Großhirnrinde ist. Und es gibt tiefere Kerne im Gehirn, die dann mit dieser Region in Verbindung stehen und dort in bestimmten Feldbereichen Aktivitäten koordinieren, Sinneswahrnehmungen und allgemeine Phänomene, Synchronisierung und Desynchronisierung. Also dieser Begriff ist zum Beispiel auch wichtig, Synchronisierung. Kommt es also in der Gehirnrinde zu einer Aktivierung, zum Beispiel im Rahmen einer Reizverarbeitung, ich schaue mir gerade ein Bild an, dann kann man eine Desynchronisierung und Beschleunigung der Gehirnwellen beobachten. Also Synchronisierung heißt Ruhezustand und Desynchronisierung heißt, irgendwo fängt jetzt an, etwas zu arbeiten. Und entsprechend sind dann die verschiedenen Wellenmuster ableitbar. Wenn jetzt also so ein Mikrowellenimpuls auf den menschlichen Körper trifft, das sagte ich schon, kann man durch diese Desynchronisierungsvorgänge im Gehirn Effekte hervorrufen, die dann natürlich von den neuronalen Netzen interpretiert werden. Und es ist bei diesen neuronalen Netzen ganz wichtig zu wissen, dass es diese sogenannten Pyramidenzellen sind, die sich in der
grauen Substanz befinden, die der, also nahe an der Cortex-Oberfläche liegen. Die sind nämlich senkrecht, anatomisch senkrecht zur Oberfläche eingebaut, haben dann richtig diesen polaren Charakter und bilden die neuronalen Netze. Und das ist alles erforscht und wird dann entsprechend benutzt. Also Macht ausüben heißt natürlich auch Kontrolle haben über Menschen. Und so hat 1996, das ist die Zeit, in der Harp wo angefangen wurde, Harp zu bauen, hat dann die US Air Force mit dem Scientific Advisory Board, habe heute Schwierigkeiten im Englisch, in einem Artikel, der nannte sich New World Vistas, die Sicht auf die Zukunft, 1996 veröffentlicht, und daraus ist abzuleiten, wie weit das alles schon fortgeschritten ist, Kontrolle über uns ausüben zu wollen. Sie schreiben, es ist vorstellbar, elektromagnetische Energiequellen zu entwickeln, die so gepulst und geformt sind und gezielt eingesetzt werden können, um in einer Art und Weise mit dem menschlichen Körper in Wechselwirkung zu treten, die es ermöglicht, unabhängige Muskelbewegungen zu verhindern, die Gefühle und damit auch die Handlungen zu kontrollieren, Schlaf zu erzeugen, Suggestionen zu übertragen und Einfluss sowohl auf das Kurzzeit- als auch auf das Langzeitgedächtnis zu nehmen. Übrigens, wenn Ihnen jetzt nach gut über der Hälfte meines Vortrags so langsam so ein bisschen die Müdigkeit hochkommt, ich habe nichts dagegen, wenn wir ein bisschen heller machen, also mich stört es nicht, mich stört weder das Dunkle, aber vielleicht ist es für Sie angenehmer, weiß ich nicht, mir ist egal. Was kann man also machen? Man kann durch elektromagnetische Energiequellen, die geformt, gepolt sind und zielgerichtet sind, menschliche Handlungen beeinflussen. Und wir haben gesehen, dass wir mit dem EEG niederfrequente Wellen haben, also im Herzbereich von 0,3 bis 30. Und es gibt eben Wellen, die wir auch im größeren Maßstab kennen, und das sind die 11-Wellen, 11 und Ulf-Wellen. Das heißt, Extreme Low Frequency in der Radiotechnik, Wellen, die sich eben genau in den Frequenzen von 30 bis 30 Hertz befinden. Man ahnt schon, in welche Richtung es geht. Dann ist 1952 etwas nachgewiesen worden, was Tesla in Colorado Springs am 3. Juli nach dem Gewitter herausgefunden hat, ist dann offiziell für die Wissenschaft entdeckt worden. Und zwar die sogenannte Schumann-Resonanz. Damit bezeichnet man das Phänomen, dass elektromagnetische Wellen einer bestimmten Frequenz mit dem Umfang der Erde stehende Wellen bilden können. Diese Schumann-Resonanzfrequenz liegt ungefähr bei 7,8 Hertz. Es gibt Messungen, dass auch die Gesamtheit der elektromagnetischen Schwingungen, die in unserem Gehirn stattfinden, sich auch bei diesen 7 Hertz aufhalten. Das heißt also, wir stehen ständig in Kontakt mit oder in Resonanz mit den stehenden Wellen, die sich auf die Erde bezogen, die eine Erdresonanz darstellen. Ständiger Verbindung und entsprechend auch Auswirkungen. So, und in dem FAQ stand nun drin, auf der Harp-Webseite, ob Harp denn diese 11 Wellen erzeugen kann. Ja, natürlich. Natürlich, aber Harp stellt sie nicht direkt her, sondern die werden oben in der Ionosphäre in einer Höhe von ungefähr 100 Kilometern hervorgerufen. Und ist irgendein Sicherheitsbedenken zu erwähnen, wenn Harp jetzt also 11 Wellen herstellen kann? Nein, natürlich nicht. Diese Wellen sind ungefähr 11 Millionen Mal schwächer als das Hintergrundfeld der Erde und 1 Million Mal schwächer als der Grad, den Biologen in der Literatur als schädlich angegeben haben. Nein, also das ist alles nicht schlimm. Alles nicht schlimm. Macht ausüben heißt Kontrolle haben. Die Zukunft liegt in der Kontrolle über elektromagnetische Felder. Und was haben wir eigentlich jetzt schon an Kontrollmechanismen?
das, was jetzt so existiert. Wir haben ein Satellitensystem, Echelon, seit vielen Jahren im Erdorbit funktioniert. Es kodiert auf bestimmte Stichwörter, Schlüsselwörter, wenn die geäußert werden im Handyfunk, im Telefonieren, übers Internet, dann springen entsprechende Mechanismen an, die dann herausfiltern, wer redet denn da gerade über Thema A, Thema B. Wir haben die Handys. Es ist seit langer Zeit Pflicht, dass Handys in Amerika so ausgelegt sind, dass man sie jederzeit lokalisieren kann, in einer Art GPS. Weiterhin ist es möglich, dass durch Bauteile, die eingefügt sind im Transistorbereich, selbst ein ausgeschaltetes Handy als Mikrofon benutzt werden kann. Die Firma Nokia hat vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass sie an neuen Richtfunkantennen gearbeitet hat und die einsatzbereit sind, die nicht mehr so wie früher so einen ganzen Bereich von 1 bis 3 Kilometer abdecken und jeder, der da drin telefoniert, wird registriert, sondern man kann Richtfunkantennen aufbauen jetzt, die 1 Quadratmeter bestrahlen. Das heißt, man kann direkt auf eine Person zugreifen in dem Strahlungsbereich dieser Antenne. Kameras und Mikrofone sind überall in den Städten installiert. Die Spionage der Privatsphäre mit hochentwickelten Infrarotgeräten ist überhaupt kein Thema mehr. Fernsehgeräte, die ans Kabelnetz angeschlossen sind, können prinzipiell als Sänger und als Sender und Empfänger benutzt werden. Wir haben jetzt die Körperscanner eingeführt und wir haben ein SWIFT-Abkommen unterzeichnet über die EU, auf die ich noch zu sprechen komme. Man hat sie nicht gefragt, sondern man hat die EU gefragt, wo wir ja unsere Abgeordneten hingeschickt haben nach einer demokratischen Wahl. Ein SWIFT-Abkommen unterzeichnet, wo jeder unserer Kontobewegungen an das amerikanische Militär, den Geheimdienst, weitergeleitet werden, ohne dass wir gefragt werden. Im Zusammenhang mit diesen Dingen gibt es eine Studie, Ergebnisse des deutschen Mobilfunkforschungsprogramms. Das ist die offizielle Studie, die auch ein Herr Gabriel so propagiert hat. Also die Handys sind alle nicht schädlich. Punkt. Die Kritiker dieses Mobilfunkforschungsprogramms, das ja erst vor ganz kurzer Zeit veröffentlicht wurde, Stand 2008. Die Kritiker sagen, naja, kann das unabhängig sein, diese Studie, schließlich haben ja auch die Industrie Gelder gegeben, um diese Studie zu finanzieren. Also, wie war das? Wes Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Ich habe mir diese Studie mit viel Mühe, also ich habe sie quer gelesen, weil es wäre einfach zu viel. Es ist eine umfangreiche Studie, das muss man sagen. Sie haben alle Bereiche versucht abzudecken, aber wenn man das liest, wie oft muss noch weiter geklärt werden, ist noch nicht abschließend zu beurteilen, bedarf weiterer Studien, dann kriegt man ein schlechtes Gefühl. Und vor allen Dingen, wenn man liest, dass die sogenannten, die Elektrosensitiven, in den Tests alle negativ abgeschnitten haben, dass kein Elektrosensitiver auf die Placebo-Testserie, das heißt also, man hat ihnen erzählt, jetzt wird gestrahlt, und dabei hat man nicht gestrahlt und wollte natürlich rauskriegen, ob sie dann noch sagen, nee, jetzt merke ich nichts. Nein, also die Elektrosensitiven, das sind ja im Grunde genommen ja, psychisch kranke Leute, also die sind nicht elektrosensitiv. So eine Sachen stehen dann drin. Es steht auch drin, zum Beispiel, insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die elektromagnetischen Felder von Mobilfunkbasisstationen keinen gesundheitlich relevanten Einfluss auf den Schlaf haben, das Vorhandensein einer Basisstation sich aber über psychologische Einflüsse negativ auswirken kann. Das steht also, die Leute haben alle eine Macke. Weil sie den Mobilfunkmast in der Nähe sehen, oh, Bedrohung. Ja? Aber der Mast selber macht ja nichts. Macht nichts. All das, was an biologischen Auswirkungen bekannt ist, sämtliche Tests. Es gibt so viel Literatur, wird in diesem Bericht irgendwie erwähnt, aber letztendlich wird man doch dahin empfohlen, ihr könnt das Handy benutzen. Harp ist das Hauptthema, aber es ist natürlich eingebettet in viele dieser Nebenthemen. Harp kann
Und dazu ist es ausgelegt, elektromagnetische Felder hervorrufen, Wellen an der Ionosphäre, die reflektiert in bestimmten Bereichen diese Strahlen, diese 11 Wellen. Und es ist möglich, durch Kippung der Spiegel diese Wellen in entsprechende Bereiche zu lenken. Ihr habt vorhin gesehen, wie sensibel dieses mikroskopisch feine neuronale Netz ist, dass es ein elektrisches Feld generiert, das man messen kann anhand der verschiedenen Strahlenformen. Und wir wissen, dass wir das beeinflussen können. Und wenn ich nun eine Welle synchronisiere mit der Frequenz meiner Gehirnwellen, dann ist ja klar, dass ein Sender-Empfänger-Mechanismus kreiert wird, entstanden ist. Und wir kennen aus der Radiotechnik das Prinzip der Trägerwelle. Das heißt, jeder Sender, den Sie mit Ihrem Radio empfangen, sendet in einer bestimmten Frequenz und hat eine Trägerwelle. Und auf diese Trägerwelle aufmoduliert ist die Information, also die Musik, die Sie hören, oder den netten Moderator, den Sie so gut leiden können. Und genauso kann man es dann machen. Man kann mit Harp 11 Wellen erzeugen, auf die Informationen darauf moduliert sind, die man in bestimmte Bereiche über den Horizont hinweg auf bestimmte Länder bringen kann, um dort bei den Menschen Suggestionen hervorzurufen. Wir kennen aus den 70er Jahren die sogenannten Woodpecker-Signale. Angefangen haben nämlich die Russen damit. Und es gibt den Verdacht, dass die Russen, ich habe vorhin von Maxwell gesprochen und seinen Gleichungen, die grundlegenden Gleichungen, dass die anders gerechnet haben, dass die nicht diese verkürzte Form, wenn das so war, ich nehme an, es ist nicht ganz aus von der Hand zu weisen, dass die Informationen so richtig sind. Die russischen Wissenschaftler sind bekannt für unorthodoxes Handeln. Denen ist die klinische, sterile Einrichtung eines Labors nicht so wichtig, wie der Effekt und das Querdenken. Und so haben sie angefangen, als sich von den amerikanischen oder westlichen Wissenschaftlern noch keiner so große Gedanken gemacht hat, wie das alles funktioniert, haben sie angefangen, große Sender zu bauen, mit denen sie die amerikanische Westküste bestrahlt haben und haben dort bei den Menschen Übelkeit, Kopfschmerzen und Ähnliches damit hervorgerufen. Und später haben dann die Amerikaner ihre Anlagen gebaut, zum Beispiel HARP. Also mit HARP, und das ist eigentlich die Kernaussage, ist es möglich, und das macht die Sache auch so bedenklich, ist es möglich, über das Aussenden dieser Trägerwellen im niederfrequenten Bereich mit Aufmodulation bestimmter Nachrichten Dinge zu erzeugen, die wir als Suggestion verstehen, die natürlich eingreifen können in kriegerische Auseinandersetzungen, die Bevölkerungen, große Bevölkerungsteile in bestimmte Grundhaltungen noch versetzen können, wenn es nötig ist. Zum Beispiel soll sich jemand lieber ein bisschen ruhiger verhalten. Und wenn man dann in diese Bereiche kommt, der Aussendung von Wellen und jemand beeinflussen kann, dann wird er sich sicherlich weniger aufregen, weil er eben entsprechend stimuliert. Wir haben vorhin das Beispiel mit den Helmen gesehen. Also die Manipulation über die Synchronisierung von Wellen mit unserer Hirnfrequenz ist kein technisches Problem mehr. Es gibt viel darüber zu erzählen. Ich gehe jetzt mal weiter, auch im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit, zu einer Sache, die mir nun untergekommen ist. Ich habe erfahren, dass es eine Entschließung im Europäischen Parlament gegeben hat. Aufgrund dieser Entschließung ist es dann zu einer Anhörung gekommen. Aufgrund dieser Anhörung ist es dann zu einer Verbesserung der Entschließung und zu einem Empfehlungsbericht gekommen, der dann bei der Kommission eingereicht wurde. Diese Entschließung wurde damals, 1995, das ist die Zeit, als HARP gebaut wurde, diese große 180-Masten-Antennenanlage, wurde diese Entschließung von einer Frau Rehn, das ist eine Abgeordnete, eingereicht zum potenziellen Einsatz militärisch genutzter Ressourcen. Und das entsprechend zu übertragen an die Ausschüsse für auswärtige Angelegenheiten,
federführend, sowie den Ausschuss für Umweltfragen. Also im Parlament ist es so, man wird gewählt von der Bevölkerung, demokratisch, kommt dann über irgendeine Liste ins EU-Parlament, entweder Direktwahl oder man wird dann von einer Partei entsprechend bestimmt. Wir haben ja die Europawahl, das ist also die, wo Sie Ihren Abgeordneten eigentlich bestimmen. Dann gibt es natürlich auch noch Vertreter, die werden nicht gewählt, die werden von den Parteien mitgeschickt. Dann gibt es immer noch zwei Assistenten, die mit dem Abgeordneten nach Brüssel gehen. Und dort wird sofort dafür gesorgt, dass alle in irgendeinen Ausschuss kommen. Man hat die Parlamentssitzung, aber jeder ist eigentlich in einem Ausschuss drin. Und diese Ausschüsse sind ganz wichtig, weil die geben dann entsprechende Empfehlungen ab, die dann von der Europäischen Kommission in die Tat umgesetzt werden. Was ich nicht wusste bisher, weshalb ich die Europäische Union und die ganze Verwaltung, Einrichtung, das Parlament, die Kommission und alles was, als höchst undemokratisch empfinde. Und eigentlich sollte man diese Institution abschaffen. Ich wusste nicht, dass das Parlament eigentlich gar keine richtigen Exekutivfunktionen hat. Das ist die Kommission. Die ist unabhängig vom Parlament. Und was die beschließen, das gilt. Also, was habe ich getan? Ich habe herausbekommen, dass es eine Resolution gegeben hat zum potenziellen Einsatz militärischer genutzter Ressourcen, sprich also HAARP hat mir das durchgelesen und das ist ein Papier von 30 Punkten. Da kommt HAARP nahezu einem guten Drittel drin vor. Es wird alles beschrieben, was HAARP kann, was ich euch erzählt habe, also die Möglichkeit HAARP als hirnmanipulierende Waffe einzusetzen. Es wird über andere Dinge besprochen und dann hat man, wie gesagt, jemanden bestimmt, der einen Bericht erstellen soll in einem der beiden Ausschüsse. Man hat zwei benannt, den Ausschuss für Umweltstrategien und den Verteidigungsausschuss eigentlich. Dann tat sich eine Weile nichts. Es gab Nachfragen und dann wurde Folgendes gesagt. Der Antrag ist durch die Gremien gegangen und die Kommission hat dann beschlossen, dass HAARP, was ja bisher gar nicht war, ein militärisches Projekt ist und somit hat die Kommission keinerlei Kompetenz, keinerlei Möglichkeiten, hier irgendwie einzugreifen. Punktum, Fall geschlossen und das Papier in die Schublade. Ich habe dann nachgefragt und fand raus, dass auch zwei Abgeordnete in den Folgejahren Anfragen gestellt haben. Die eine Anfrage wurde gestellt 4 Wochen vor den Parlamentsferien vom EU-Parlament. Daraufhin ist die Anfrage nicht beantwortet worden, weil man muss 6 Wochen vor den Ferien einreichen. Alles, was innerhalb der 6 Wochen zum Ende hin eingereicht wird, fällt unter den Tisch. Das zweite war dann eine Anfrage einer anderen aus einem anderen EU-Land, aber auch aus den Ausschüssen an die Kommission. Und da kam dann raus, dass die Kommission, das sind 2 Sätze, beschlossen hat, warum auch immer, dass HAARP ein militärisches Projekt ist. Auf der Webseite steht das ja nicht. Auf der Webseite steht, dass das ein wissenschaftliches Projekt ist, dass die Universität von Alaska und andere Fairbanks, andere Universitäten in anderen Ländern da mitarbeiten. Und die EU-Kommission hat aber gesagt, das ist ein militärisches Projekt und deswegen haben wir keine Kompetenz. Das liegt dann in den Kompetenzen der einzelnen Mitgliedsländer. Also was kann dieses Parlament, diese EU eigentlich, wenn es um wirklich relevante Fragen des Wohlergehens der Menschheit handelt? Offensichtlich nichts. Man hat mir also dann die Auskunft gegeben, nachdem ich hunderte von E-Mails geschrieben habe. Ich habe die Fraktion des EU-Parlaments angeschrieben, ich habe die beiden Ausschüsse einzeln, jeden einzelnen Abgeordneten angeschrieben und habe ihn konfrontiert mit der Tatsache, dass ein Entschließungsantrag einfach unter den Tisch gefallen ist, weil die Kommission es so beschlossen hat und die Dringlichkeit der angesprochenen Themen und die Argumente, die da vorgebracht worden sind, überhaupt nicht mehr relevant sind. Und daraufhin hat man mir dann gesagt, ich soll mich doch an mein Parlament in Deutschland wenden, an den Bundestag. Die sind jetzt zuständig, wir haben damit nichts zu tun.
Damit habe ich mich nicht zufrieden gegeben und habe wieder nachgefragt. Natürlich riskiere ich dabei, dann als der, das ist wieder der Spinner mit dem Haar, und die E-Mails fallen ja durch den Filter der beiden Assistenten, meistens fallen die durch, also durch den Filter, werden nicht weitergeleitet. Man kommt also eigentlich nie an die Abgeordneten direkt heran, sondern man kriegt immer Antworten von den Sekretären oder der Sekretärin. Ich habe also nicht locker gelassen und dann habe ich unter anderem auch an diese beiden Herren geschrieben. Der Linke, tja, das ist ja Deutschlands Zukunft, nicht? Die Grünen sind jetzt unheimlich gekommen und der wird schon dafür sorgen, dass es uns besser geht. Der hat mir also geschrieben, sehr geehrter Herr Koch, nachdem ich ihn dreimal angeschrieben habe und er nicht geantwortet hat, schrieb er dann, nachdem er offensichtlich gemerkt hat, dass in seiner Fraktion es rumort, man hat eine E-Mail vom Koch gekriegt, ja, ich habe eine E-Mail vom Koch bekommen, hast du? Naja, nicht. Aha, dann hat er sich wohl doch, weil auch die anderen immer auf ihn hinwiesen. Sie müssen sich mit ihren Berliner Abgeordneten, zum Beispiel Herrn Bütikofer, auseinandersetzen. Ich bin im Ausschuss für so und so, ich interessiere mich nicht dafür. Das sind also Grüne von der grünen Fraktion. Ich habe immer angenommen, es ist eigentlich das ureigenste Interesse eines Grünen, sich um Fragen der Sicherheit, des Wohlergehens der Bevölkerung, der Umwelt zu kümmern. Aber dadurch, dass die in den EU-Parlamenten ständig in irgendwelchen Ausschüssen sitzen, sind sie so. Sie kümmern sich nur um die Dinge, die sie im Ausschuss zu tun haben. Ich habe damals die Abgeordnete Dagmar Roth-Behrendt, SPD, in Berlin kennengelernt. Die ist dann frisch durch ihren, sie ist ins EU-Parlament gewählt worden und da ist sie dann in den Umweltausschuss gegangen. Und sie sagte, als sie dann die ersten Wochen in diesem Parlament saß, saß sie jeden Morgen auf ihrem Abgeordneten-Sitz vor einem Berg von Papier und es war heute der so und so vielte, heute wird abgestimmt. Sie hatte den Berg aber nicht durchgearbeitet. Und dann wurde nach rechts, nach links geguckt, wie, ja, also ich stimme auch dafür oder ich stimme dagegen. So ging das da. Und sie kümmern sich nicht um Dinge, die sie auch in der Vergangenheit selber in dem Ausschuss oder ihre Vorgänger unterstützt haben. Das habe ich so oft gehört. Das Allerschärfste war ja auf Englisch, thank you very much for the issue you raised. If we have further questions, we will come back to you. Sehr geehrter Herr Koch, schreibt mir dieser die Zukunft Deutschlands, Herr Bütikofer. Ich danke Ihnen für Ihre Nachricht, in der Sie mich auf das Forschungsprogramm HAARP aufmerksam machen und sich nach der Diskussion im Europäischen Parlament um die möglichen Gefahren dieses Projekts erkundigen. Das Europäische Parlament beschäftigt sich derzeit nicht mit diesem Thema und es steht auch in naher Zukunft nicht auf der Agenda. Also braucht es sich dann auch nicht damit zu beschäftigen. Auf Ihre Frage, ob und inwiefern auf die Anfrage des ehemaligen Abgeordneten Paul Lanoy zum angesprochenen Thema geantwortet wurde, haben Sie ja bereits eine Antwort von Herrn Gehler erhalten. Gleiches gilt auch für die Antwort der Kommission auf die Anfrage von Hiltrud Breyer. Um auf Ihre weiteren Fragen zu beantworten, meine weitere Frage war, das GFZ in Potsdam hat ja nun wissenschaftlich nachweislich festgestellt, dass sich unser Erdmagnetfeld abschwächt. Und ob es denn sinnvoll ist, das weiterhin mit diesem Erdmagnetfeld in dieser Weise, wie es HAARP tut, manipuliert wird. Um auf Ihre weiteren Fragen antworten zu können, habe ich mir zu diesem Thema wissenschaftlichen Rat eingeholt und kann Ihnen nur so viel sagen. Ihre Befürchtung einer Bedrohung des Planeten durch das Projekt scheint danach übertrieben. Eine Änderung des Magnetfelds durch HAARP sei gänzlich unwahrscheinlich. Leider, Herr Koch, kann ich Ihnen zu diesem Thema zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr sagen, weil ich mich derzeit thematisch mit anderen Projekten beschäftige und kein ausgewiesener Fachmann der Atmosphärenphysik bin. Es tut mir leid, Ihnen nicht behilflich sein zu können. Mit freundlichen Grüßen, Reinhard Bütikofer. Ich habe das gar nicht geschrieben, dass HAARP das Erdmagnetfeld verändert. Ich habe ihn gefragt, ob es sinnvoll ist, weiterhin dort Manipulationen vornehmen zu lassen. Um sie nicht auch, man muss ja sehen, wenn man eine E-Mail schreibt, die länger als eine halbe Seite ist, dann wird das sowieso viel zu viel Text und keine Zeilen und so weiter. Der Einzige, der mir geschrieben hat, ausführlich, ich habe viele Antworten bekommen, aber es waren immer Hinweise auf den, hilfreich und so weiter.
Der Einzige, der sich substanziell ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt hat, ist Herr Christian Ehler von der CDU. Der schrieb, mir interessante Sachen, kann ich jetzt im Zuge der Zeit mal abkürzen, schrieb mir interessante Hintergrunddetails, hatte also offensichtlich wirklich recherchiert, ihm lag das am Herzen, die Anfrage eines Bürgers mal zu beantworten, aber schreibt auch, wenn die Kommission das sagt, dann ist das so, dann können wir nichts tun. Dann ist das im Mülleimer der Geschichte. Weil militärisch, weil keine Kompetenz, weil uns sind die Hände gebunden. Also können die Betreiber von Harp einfach weitermachen, ohne dass man auf EU-Ebene, auf der Vertretung der Menschen Europas etwas unternehmen kann. Bitte wenden Sie sich an Herrn von Gutenberg. Dann habe ich weiter nicht locker gelassen und habe an den Präsidenten des EU-Parlaments geschrieben. Und der schreibt mir nun nochmal diesen Brief. Schönen Dank für Ihre E-Mail vom 25. September. Übrigens wieder geschrieben von Anne Sensfield, Head of the Unit, also nicht er selber, der mich gebeten hat, Ihnen zu antworten. Da gibt es also keine Änderungen in den Kompetenzen der Kommission, die uns irgendwie es ermöglichen würden, anders zu antworten und anders zu handeln, als es in der Beantwortung von Herrn Kommissar Wallström 2003 passiert ist. HARP ist ein US-öffentlich-militärisches Programm und weder die Kommission hat weder die Kompetenz noch das Wissen und die Macht, diese Sache noch einmal anzusprechen. Und bitte seien Sie sich bewusst, dass die Europäische Kommission eine separate Institution vom Europäischen Parlament ist, also etwas anderes. Und insofern Ihre Fragen nach der Kompetenz des Europäischen Parlaments, meine Frage war natürlich, ist das Parlament nicht dazu da, sich um das Wohlergehen und die Belange der europäischen Bevölkerung zu kümmern, den Schutz? Also da kann er nichts zu sagen, das ist nicht sein Bereich. Er ist Kommission. Wir wissen nun inzwischen eine Menge über das Bedrohungspotenzial, das man um uns herum aufgebaut hat. Wir wissen, dass das Ziel unser Kopf ist, unsere Psyche, unsere Gedanken. Also das, was uns als Mensch so auszeichnet. Kontrolle darüber auszuüben, ist das Bestreben, nicht uns umzubringen, sondern Kontrolle auszuüben. Kontrolle heißt, die Macht haben, wann immer es irgendwo zu laut wird, eingreifen, über die verschiedensten Wege Angst erzeugen, Stimmung erzeugen, Meinungsbilder erzeugen. Und deswegen ist es Zeit für eine erneute deutsche No-Harp-Initiative. Ich habe glücklicherweise einen Tag, bevor ich hierher gekommen bin, eine Antwort bekommen auf mehrere Anfragen von Dr. Nick Begich. Das ist der Sohn eines Kongressabgeordneten. Sein Bruder ist immer noch im Senat für Alaska tätig. Begich ist derjenige, der in den 90er Jahren die Bücher geschrieben hat, die sich mit Harp beschäftigen. Und der hat sich jetzt bei mir gemeldet und wird uns oder mich erstmal unterstützen. Es scheint ja so zu sein, als ob ich der Einzige in Europa bin, der sich derzeit aktiv mit Harp beschäftigt. Aber im Zuge des Aufbrechens von Bewusstsein, das ja allerorten zu spüren ist, ich sage noch nicht von Glück und Wohlergehen, aber es bricht Bewusstsein auf, ob das jetzt mit einer Änderung der Dinge zusammenhängt, wie zum Beispiel des Erdmagnetfeldes, dass andere Einflüsse oder andere Potenzen, die in uns drinstecken, geweckt werden, ob es uns leichter ist, mit der Fluktuation der Quantenfelder, der subatomaren Struktur und darüber dann Kontakt aufzunehmen, ob es leichter geworden ist für uns, sich zu wehren, wird sich ja in der Zukunft zeigen, aber es scheint so zu sein. Und Harp ist ja auch nur ein Symptom eines Syndroms, also ein Symptom eines Krankheitskomplexes, und da das ja so vieles fällt, was ich hier auch gezeigt habe. Und deswegen halte ich es für wichtig, dass wir uns aktivieren, dass wir, nachdem wir Wissen sammeln, daraus auch dann Aktion
kreieren. Und deswegen habe ich euch hier meine E-Mail-Adresse aufgeschrieben und bitte euch, euch zu überlegen, ob ihr zum nächsten Mal rein informativ in einen kleinen Mail-Verteiler aufgenommen werden wollt, um zu erfahren, wie geht es weiter mit den Manipulationen in unserer Umwelt, wie geht es weiter mit Harp, was können wir tun. Zum Beispiel können wir tun, wenn wir alle, so wie ich es gemacht habe, unsere örtlichen Zustände Abgeordneten anschreiben und sie zwingen, über die verschiedensten Wege Stellung zu nehmen. Das schafft auch auf dieser Seite Bewusstsein. Aha, man beschäftigt sich mit dem Thema. Und irgendwann kommt dann auch der Zeitpunkt, wo dann nicht mehr gesagt wird, das ist nicht mehr mein Bereich. Darauf hoffe ich. Ich habe vorhin von der Büchse der Pandora gesprochen. Die Büchse der Pandora ist zu im Moment. Das Böse, das Schlechte, die Laster, die Untugenden sind raus und haben bei bestimmten Kreisen sehr fruchtbaren Boden gefunden. Sie arbeiten daran. In der Büchse drin ist noch die Hoffnung auf Besserung, auf bessere Zeiten. Es geht um uns, es geht um unsere Gedanken. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger schießen, es bleibe dabei. Die Gedanken sind frei.